haben in der Zeitung gelesen, sie haben Vögel in ihren Giftkasten gefunden. Wie ist denn das dazu gekommen? Ich habe so eine alte Zeitungsrolle, muss man dazu sagen. Normalerweise die neuen Zeitungsrollen, die sind ja vorne rein und hinten geht's raus. Meine hatte hinten halt noch einen Deckel und das war dann für die Rotschwänzchen ideal, weil Rotschwänzchen sind Vögel, die nisten, wo hinten zu ist, wo man praktisch eine Höhle hat. Da sind die vorbeigeflogen und innerhalb von einer Stunde war das Nest gemacht. Ich dachte, das wird 5 ist insgesamt geworden, haben dann so 1,5 bis 2 Wochen bei der Mama gelegen. Papa ist auch wieder gekommen, hat die gefüttert und nach 2 Wochen hat Klaus, normalerweise bist du nur im Radio zu. Heute musst du auf die große Bühne. Bedeutet das für dich Lampenfieber oder bist du da auch so locker? Also das ist mehr Lampenfieber, als wenn ich im Studio bin. So die Kollegen stehen lieber auf der Bühne und für mich ist das immer eine Herausforderung, weil man nie weiß, was wird passieren. In der Sendung ist das relativ sicher. Du hast deine Musik, die dazwischen ist und du weißt, was du ungefähr sagst. Klar, da gibt es mal irgendwelche Meldungen, die dann reinkommen. Aber so bei einer Bühne ist es viel, viel unberechenbarer. Sind die Künstler rechtzeitig da? Wie sind die Leute drauf? Ist das Wetter, klappt das mit der Technik und so weiter? Das ist so Unwägbarkeit, die mich dann sehr, sehr nervös machen, aber am Schluss läuft es dann immer gut.